6 Uhr, wenn eigentlich noch alles schläft, herrscht auf diesem Feld in Oberneuland geschäftiges Treiben. Die Erdbeerernte ist angelaufen, wegen des kalten Wetters rund 2 Wochen später als sonst. Aber jetzt läuft es. Eine besondere Zeit für Landwirt Hajo Kemener. Wir arbeiten das ganze Jahr dafür mit irgendwelchen Pflegearbeiten. Und jetzt ist so der Moment, wo man sieht, jetzt kommt die Ernte, jetzt geht's los. Und dann zu schmecken, es hat geklappt, ist schon jedes Jahr wieder ein Highlight. Auch der polnische Qualitätsbeauftragte ist zufrieden. Ja, yes, Qualität ist okay. Ist okay? Ja, ist okay, ist sehr gut. Dafür muss der Kunde zurzeit 4,90 Euro pro Schale zahlen. Insgesamt arbeiten auf dem Hof Kemener 11 polnische Erntehelfer. Viele kommen bereits seit Jahren, sie erhalten Mindestlohn plus Zuschläge. Das ist harte Arbeit, ich würde den Leuten auch gern 20 Euro die Stunde zahlen. Aber es muss ja irgendwo herkommen, ich muss die Produkte entsprechend teurer verkaufen und das wird zunehmend schwieriger. Die Konkurrenz im Ausland zahlt den Erntehelfern zum Teil weniger als 4 Euro Stundenlohn. Hier in Hassendorf bei Sottrum ist die Erdbeerernte auch endlich angelaufen. Erdbeerbauer Sören Prüser schleppt die roten Früchte seit Tagen zum Verkaufsstand. Die Qualität ist ähnlich wie in den anderen Jahren. Wir haben jetzt durch Regentage natürlich ausreichend Wasser. Und jetzt in der nächsten Woche soll es ja noch ordentlich die Sonne scheinen, sodass sie dann auch noch mal richtig Aroma bilden können. Das Hauptgeschäft hier in Hassendorf sind die Selbstpflücker, zum Beispiel Familie Nülle. Schon am frühen Morgen haben sie es auf die Erdbeeren abgesehen. Kaufen kann jeder, pflücken macht mehr Spaß. Wir haben das letztes Jahr gemacht, dieses Jahr, ja, kann hier rein. Kann man immer so als Ausflug machen. Ein ziemlich gesunder Familienausflug. Was sind besser, Gummibärchen oder Erdbeeren? Erdbeeren. Zurück auf dem Hof Kemener. Die Ernte geht fleißig weiter, mit der Hoffnung auf das richtige Wetter. Wenn wir jetzt viel Regen haben, ist eher schlecht. Immer nur Sonne ist auch schlecht. Also gerne so eine Mischung zwischen Sonne und Regen. Sonne und Regen. Die grünen Erdbeeren auf dem Nachbarfeld brauchen noch 2 Wochen, bis sie geerntet werden können. Bis dahin dürfte auch diese Entendame zu Ende gebrütet haben.